Yeah, yeah. Servus und willkommen, Freunde. Und da funkt mir der Assi dazwischen. Yo, ich bin's, Maske, willkommen. Wir zocken eine Runde Trial Freestyle Urban Shit irgendwie. Wer Trial nicht kennt, sollte mal gucken. Also, das muss man auf jeden Fall kennen. Ich will das Game halt let's playen. Specialists have located the epicenter in the downtown area. Und ja, hab mir gedacht, in der ersten Folge laber ich allgemein mal so ein bisschen. Um neue Strecken freizuschalten, brauchst du genug Sterne. Je besser deine Punktezeit ist, desto mehr Sterne bekommst du. Ja, ist klar. Ja, wir machen erstmal das Training. Motze dein Bike auf vor jeder Strecke auf. Sammle Geld, um neue Teile zu kaufen. Ist auch klar. Ach du Scheiße, was sind das für eine Möhre, ey. Okay, wir gucken erstmal, ob wir was tun können. Ah, ich hab gar kein Geld, ja, okay. Ah, aber man sieht schon, optisch geht dann schon was. Na okay, wir machen erstmal das erste Level hier. Und jetzt muss ich erstmal... Oh. Bremsen? Ah, okay. Na, gehen wir mal Gas. Ich muss mich erstmal hier ein wenig konzentrieren. Backflip. Ja, okay, der hat nicht geklappt. Ja, was wollte ich denn eigentlich so erzählen? Ja, warum ich so lange weg war? Es ist eigentlich ziemlich viel passiert, aber der eigentliche Grund, warum ich dann mit einmal weg war, war, weil ich einen Menschen aus meiner Familie verloren habe. Ja, was nicht so cool ist natürlich. Ja, und daraufhin habe ich dann erstmal alles sein gelassen irgendwie, weil man hat dann echt keine Kraft, irgendwas überhaupt zu machen, beziehungsweise Lust. Und ja, war dann einfach weg. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, es ist ein Jahr her, du hast ein Jahr gechillt, cool. Und mach doch Let's Plays wieder, weil eigentlich hatte ich ja Fun an der ganzen Sache. Und, ah! Fuck, ich dachte, ich pack mal hier einen Backflip, aber war dann doch nicht so. Ja, und wie gesagt, hätte ich dann eben... Hä? Ah, okay. Ich habe gecheckt. Ja, und hab mir dann eben gedacht, komm, mach's wieder Let's Plays. Hast eh Langeweile und dir macht's eigentlich auch Spaß zu kommentieren und so. Wobei ich sagen muss, ich muss mich natürlich jetzt erstmal wieder in alles reinfuchsen. Programme technisch und allgemein so und das in den ganzen Ablauf und ich hab gedacht, ich mache jetzt hier einfach mal eine Runde das neue Trials. Ist von einem anderen Entwicklerstudio wie von den letzten Trials teilen und ja, gucken wir einfach mal. Also wie gesagt, erwartet jetzt nicht zu viel. Jetzt kannst du dein Bike verbessern. Finde noch mehr Geld, um mehr Teile zu bekommen. Okay, wir gucken mal, was wir für 2000, was können wir verbessern? Ja, Felgen, ja, gut. Können wir noch was anderes? Wir gucken mal nach Fahrwerk. Ja, das kostet 3000, okay. Motoren. 8000, na okay, das fangen wir doch mal lieber klein an mit den Felgen. Beziehungsweise Reifen, wie er da steht. Kaufen, ja, natürlich kaufen. Ja, und einfach zocken. Komm, wir zocken jetzt einfach. Also grafisch ist es echt cool gemacht so. Irgendwie... Oh, jetzt war ich aber erschrocken. Irgendwie sieht's, finde ich, besser aus als die anderen Trails-Teile. Wie Trails Evolution oder so. Das kann nur sein. Also ich habe die Uhr gezockt, aber es ist schon ein Stück her. Und da kann ich nicht sagen, ob das nun grafisch hochwertiger ist oder... Aber es sieht gut aus, oder was meint ihr? Also ich find's schmuckig. Oh, ah. Jetzt habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ja das Mikrofon voll vor meiner Fresse. Was ist denn geplant an Let's Plays? Also wie gesagt, halt... Ah, oh, fuck. Jetzt hab ich die Kohle nicht mitgenommen. Fuck.
Ja, was ist denn geplant an Let's Plays? Bisher mache ich jetzt erstmal nur dieses Urban Trails Freestyle. Da hatten wir den Namen, okay. Und dann mal gucken. Also was ich auf jeden Fall Let's Playen wäre, ist Watch Dogs. Also da brauchen wir gar nicht lange rumdiskutieren. Ich habe ja, wie in den anderen Videos schon erzählt, einen neuen Rechner. Was werde ich noch zocken? Battlefield 4 Story Modus. Könnte auf jeden Fall dabei sein. Ich denke, der wird Bombe. Also die Beta habe ich auch schon gezockt. Muss sagen, es ist recht nice. Große Grafikveränderungen. Ja, also es ist... Ein paar Effekte und so sind schon echt grandios. Aber was jetzt so... Warte mal, können wir hier zurück? Können wir hier zurück? Ich glaube, wir können hier zurück. Und da gab es Geld. Oh, 2000 Euro. Ja, wie gesagt, Grafik so, alles Schnieger. Aber es Battlefield bleibt Battlefield. Und ja, Call of Duty Story Mode. Zurück! Ah! Du kleiner Scheißer. Zum Glück bin ich hingeflogen und konnte das nochmal hier abchecken. Ja, ey Leute. Ach so ist das. Man verliert Geld, wenn man auf die Fresse fliegt. Sehe ich das richtig? Halt. Ist das hier Cannabis? Nee. Wollte jetzt schon gerade sagen, hier bauen sie an, aber es. Leider doch nicht so. So, langsam. Gut, 500 haben wir, okay. So. Hätten wir das Oma abgecheckt. Ja. Was noch ein Problem ist, ist meine... Ja, Internet. Ach, 3 Sterne brauche ich dafür, okay. Wir gucken erstmal, ob wir uns jetzt was Neues leisten können. Ach so. Mass rioting in the city as the authorities remain inactive. Wir können uns sogar einen Helm aufsetzen. Ja. Ah, okay, Cappy. Ah, cool. Das ist cool. Karneval. Nee, hier war ich jetzt falsch. Scheinbar müssen wir. Wie komme ich denn zur Garage? Nächster Bereich, lalala. Na okay, wir probieren jetzt mal hier 3 Sterne hinzubringen. In der Hoffnung, dass das klappt und dann müssen wir auch langsam zum Ende der ersten Folge kommen. Ja, ich muss sie ein bisschen kurz halten. Momentan sieht es so aus, dass ich immer noch eine 16.000er Leitung habe, was mich eigentlich mal richtig abkotzt. Aber den Umständen entsprechend kann es durchaus passieren, dass ich jetzt demnächst umziehe. Und ich habe da vorher schon mal abgecheckt. Aber hier runter müssen wir. Ich glaube, hier runter können wir sogar. Ja, und den Umständen entsprechend kann es dann gut möglich sein. Was heißt, kann es gut möglich sein? Ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn hier runterkommen? Kann es möglich sein, dass ich eben eine 50.000er Leitung dann wieder habe? Wie damals, wo ich mit Maske angefangen habe. Ah. Wir müssen da runter, Leute. Helft mir mal. Schiedet euch mal hier in meinen WLAN rein und helft mir einfach mal hier. Ja, weißt du, komm, fuck you. Ich muss hier 3 Sterne irgendwie anders erreichen. Wir gucken mal, ob wir woanders hier noch irgendwas finden. Komm, im Backflip. Ja, diesmal hat er geklappt. Wunderbar. Sorry für das Hochziehen, ja, ey. Meine Nase ist ohr zu. Ich muss mich. Ist alles so neu irgendwie. Habst du das Gefühl, ich hab noch nie Let's Play? Ja, ein Jahr her, ey. Ein Jahr Pause. Ein Jahr für sich alleine gezockt, ohne zu kommentieren, ist schon. Gar nicht so einfach. Komm, Frontflip. Ja, schöner Headbutt. Genau so wollte ich das. Ich glaube, mit 3 Sternen, das wird ja nichts. Der kriegt keinen Backflip hin. Was soll denn das? So. Wie kommen wir denn auf 3 Sterne? Okay. Wir haben die 3 Sterne. Das heißt, wir können jetzt ins nächste Level.
Aber das, denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge dann in Angriff nehmen. Wir gucken mal, was wir jetzt für 2,5 gab es, glaube ich, gar nichts. Ja, 3000 erst. Ja, in der nächsten Folge sehen wir uns dann einfach wieder. Und dann versuche ich mal ein bisschen gechillter die Sache anzugehen und einfach nur mich aufs Spiel zu konzentrieren. Es ist schwer, jetzt so offen zu reden, was ich euch eigentlich mitteilen wollte. Eigentlich, im Grunde genommen, ich bin wieder da, ich mache Let's Plays fertig. Ich bin Let's Player unter Tausenden. Mal gucken, wie sich das ändern wird, beziehungsweise ob ich ein paar Kollegen finde, mit denen ich zusammenzocken kann. Wenn denn GTA dieses Jahr noch für PC kommt, ich habe es für PlayStation 3 schon durchgezockt. Übelst geil, macht Laune. Ja, dann gucken, denke ich mal, wird über Online-Session was kommen. Aber wie gesagt, ist alles erstmal noch ein bisschen ranschnuppern. Von daher, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.